Goodreader ist aus zweierlei Hinsicht eine wirklich tolle App. Einerseits ist es ein wirklich hervorragendes Betrachtungsprogramm für verschiedenste Dateien, speziell für PDFs, die man eben nicht nur lesen kann, sondern auch mit Markierungen und Notizen ergänzen kann. Daneben, und das ist für mich der Hauptzweck der App, kann man sehr gut Dateien von verschiedenen Servern runterladen aufs iPad, beziehungsweise Dateien, die hier entstanden sind, auf einen Server hochladen und damit eben mit anderen Geräten austauschen. Diese Funktion wird in der Folge jetzt im Zentrum stehen. Wenn du Goodreader das erste Mal öffnest, werden dir ein paar Funktionen erklärt. Das ignorieren wir, es wird auf die Hilfe aufmerksam gemacht, lassen wir im Moment auch noch sein. Wir müssen zunächst einmal die Server einrichten, deshalb klicken wir auf Connect to Servers und du siehst, die Liste ist im Moment noch leer, deshalb geben wir ein Add und du siehst, welche Dienste uns hier zur Verfügung stehen. Die üblichen Online-Festplatten wie Google Docs, Dropbox, SkyDrive, Box.net und so weiter. In diesem Fall aber verbinden wir uns mit einem WebDAV-Server, mit dem Server unserer Schule nämlich. Die Adresse, die bekommst du vom Administrator. Sie beginnt normalerweise mit https:// und so weiter und so fort. Dann der Benutzername ist derjenige, mit dem du dich üblicherweise anmeldest an unserer Schule und natürlich das Passwort. Und jetzt klicke ich auf Add und der Server ist schon in meiner Liste. Der Vollständigkeit halber gebe ich gleich noch einen zweiten Server ein, nämlich die Dropbox. Da ich hingegen die Dropbox schon als App installiert habe, wird darauf zugegriffen. Deshalb muss ich hier weder Benutzername noch Passwort eingeben, sondern nur einen Namen. Und ja, jetzt ist unsere Serverliste fürs Erste vollständig. Falls irgendein Fehler auftreten sollte, kannst du mit einem Klick auf dieses Pfeilsymbol die Einstellungen noch ändern, beispielsweise noch einen besseren Titel geben. Testen wir gleich die Verbindung, indem wir auf das Festplattensymbol der Schule klicken. Du siehst, es klappt einwandfrei. Und hier kannst du dich durch diese Datei-Hierarchie hindurch bewegen. Auf dem Desktop habe ich den Austauschordner meiner Klasse abgelegt. Hier gehe ich rein und zum Beispiel unter Allgemein finde ich diesen Steckbrief. Den lade ich runter. Ich wähle ihn aus. Ich kann auch mehrere Dateien auswählen und runterladen. Allenfalls kann ich da noch einen neuen Ordner erstellen. Damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Und jetzt wähle ich diesen Ordner aus und lade die entsprechenden Dateien rein. Diesen Dialog mache ich wieder zu. Und du siehst, dieser Ordner liegt nun unter My Documents. Und diese Dateien sind zur Bearbeitung bzw. Betrachtung bereit. Natürlich ist es nur eine Word-Datei, die man lesen kann. Word-Dateien kann ich hier nicht bearbeiten, aber über Manage Files kann ich die entsprechende Datei auswählen und dann beispielsweise über Open In wählen, in welcher Datei und in welcher App diese Datei aufgemacht werden soll, beispielsweise mit Office 2 HD. Und der umgekehrte Weg, der ist auch keine Sache. Ich mache zunächst einmal einen Ordner bereit. Ich möchte dir zeigen, wie du Bilder zum Beispiel auf den Server hochladen kannst. Deshalb machen wir zuerst einmal einen neuen Ordner mit Fotos 1 zum Beispiel. Ein bisschen ein schlauerer Name wäre wünschenswert. Und wähle den aus
die Fotos, die hole ich zum Beispiel über dieses Kamerasymbol. Hier kann ich mich durch alle meine Bilder hindurch bewegen und wähle beliebige Bilder aus. Diese Bilder könnten auch noch umbenannt werden, ebenfalls wieder über Manage Files. Und diesen ganzen Ordner nun kann ich hochladen, indem ich wieder auf Manage Files klicke, diesen Ordner auswähle, ich wähle Upload, den entsprechenden Server und auf diesem Server gehe ich in den entsprechenden Ordner, nämlich wieder in den Austausch, dort in den Ordner meines Namens. Nehmen wir an, ich heiße Tim und hier wird dieser Ordner, der ausgewählt ist, hochgeladen. Ja, so einfach ist das. Dieser Ordner steht nun auf dem Server bereit und die Lehrperson kann diese Fotos in aller Ruhe anschauen. Ja, somit die wichtigsten Funktionen. Ich glaube, die anderen, die lernst du im Laufe der Zeit kennen. Selbstverständlich kannst du Dateien hier auch per E-Mail versenden, aber das können ja die meisten anderen Apps auch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit GoodReader.